Nachdem eure Ermittlungen euch in das verlassene Theater Fuchsbau geführt haben, steht ihr nun in dem neu gebauten Tor. Schwarzer Stein verkleidet das Gemäuer um euch herum, Ranken und blutige Blätter wachsen und wuchern mit unnatürlichem Leben. Kristalle hüllen das Stockwerk in ein fluoreszentes Glimmen und Leuchten. Vor euch ist gerade die Luke zum oberen letzten Geschoss aufgegangen und jemand steigt die Treppe langsam herab. 26. Vierrunde und damit beginnen wir. Eine Gestalt taucht auf im Schatten und steigt dann ziemlich grazil, ja, vielleicht ein bisschen humpelt noch die Treppe herab. Und ihr könnt sie erkennen, zumindest diejenige, die sie bereits erkannt haben. Es handelt sich dabei um die Hesinte-Geweihte. Halt, wer geht da? Ja, hallo. Lasst ihr mich durch oder muss ich kämpfen? Ich habe da keine Lust mehr drauf. Wer seid ihr? Und was tut ihr hier? Ich bin Revetta. Ihr wollt eigentlich gar nicht zu mir, sondern nach oben zu Goldmund und ihr solltet euch vielleicht beeilen, weil er hat da irgendwas vor. Tut mir leid, ich habe da Gold hin oder her, aber das mache ich nicht mehr mit. Außerdem wart ihr ziemlich laut dort unten und naja, was soll ich sagen? Ich bin schwer verletzt, ihr könnt mich auch gefangen nehmen, aber zumindest will ich raus aus diesem Tor. Das geht mir alles ein bisschen zu weit. Erst die Kugeln verteilen, dann Ruhe zeigen. Ah, das ist Wenn die man Idee, schaut, Kugeln ob man einen verteilen Seil wird. sieht. Aber hier aktuell nicht, nein. Wie meint er so jetzt? Dort schaut man Jalan erwartungsvoll an, den großen, adligen Anführer. Immer bind dir mal die Hände zusammen und tu sie irgendwo hin, wo sie nicht nervt. Wir nehmen sie auf dem Rückweg mit. Ich hab nichts zum Zusammenbinden, hoher Herr. Hier, nimm mein Seil. Und ich reiche dir einen 10 Meter Hanfseil. Hervorragend vorbereitet, Ragnar. Ja. Fesselt besonders ihre Hände. Natürlich! Immer fesselt sie ganz fachmännisch. Soll ich mal fesseln, vielleicht in die sollten Box wir würfeln? uns ein wenig beeilen, wenn der Dingens hier der Goldmund Quarzen da oben gerade irgendwas vorbereitet. Ja, sollten wir. Dann mal vorwärts. Irma, ihr kommt hier klar? Klar, ich bin sofort hinter euch, sobald ich das hier abgeschlossen habe. Ja, Wunderbar. ich guck nur mal, ob Irma hier alles richtig macht. Ich bewege mich derweil schon mal weiter. Ja, kannst du vorbei an den Kristallen, an dem Mondsilber, was auch immer hier blinkt und funkelt und leuchtet, alles sieht irgendwie ein bisschen magisch aus, vorbeigehen in Richtung der Treppe. Noch ein paar Ranken, die du dann zerschneiden musst. Und du könntest dann die kleine Stiege in den letzten Turm, in das letzte Geschoss nach oben steigen. Ich blicke nochmal hinter mich, die Magier sind vermutlich da. Jawohl. Magister? Gut. Also, wenn man es da oben erwartet, das wird vermutlich mit Magie zu tun haben, also seid gefasst. Wartet einen Moment. Ich will uns etwas schützen. Ich wähle mit den Händen. Guardianum Paradei, schütze uns vor Zauberei. Und wirke den Guardianum. Muss ja einen Nochmal. Zauber richtig eintragen. Genau. Ja, ist gelungen. Misslungen. Ui! Nun, das müssen wir definitiv nochmal üben. Bist du tollpatsch? Sekunde, irgendwas stört hier meine Kräfte. Nein, du hast die Handgesten völlig falsch gemacht. Hast du überhaupt nicht aufgepasst? Das kann nicht. Magister einigt euch. Das kann nicht sein. Eine Sekunde. Gib mir eine Minute. Wir haben vielleicht keine. Wollt ihr ungeschützt hinaufgehen? Auf Sekunde, ich bin soweit. Ah, noch einmal. Jetzt können wir. Umso Kannst besser. du den Zauber so schnell hintereinander ohne Erschwernis wirken? Ich müsste mir, glaube ich, eine Spielrunde Zeit lassen. Eine Ja. Spielrunde, glaube ich. Wir werden Okay. hier 5 Minuten musst du dann keine. warten, wenn du Erschwernis nicht Dann nehmen willst. gibt es ein Nicht wenn Erschwernis, du glaube ich, von zwei Punkten. Drei Punkten? Dreier Erschwernis. Dann hätte ich jetzt noch drei Fertig-Gold-Punkte übrig. Also reicht trotzdem. Also plus 6 wird dann trotzdem Oder gereicht. jetzt, dann ist er mit Das ist drei ein Punkten Luxus. gelungen. Ja. Maximaler Erschwernis ist plus 8, also ist er mit 2 Punkten gelungen. Nee, ich habe ja schon plus 3 raufgerechnet. Und Ach jetzt, so, wenn dann wir passt doch plus schon. 3 raufkommen, sozusagen, dann. Ja, dann beschreibt bitte, was passiert. Eigentlich, ich drehe den Zauberstab um meinen Kopf und spreche Guardianum Zauberschild, schütze mich vor Zauberei. Und man sieht eigentlich sonst gar nichts weiter, wenn man kein Magier ist und über einen entsprechenden magischen Held sich verfügt.
sieht man gar nichts. Ja, so eine kleine Kuppel kann man vielleicht noch erkennen. Du wirst allerdings feststellen, dass du Kopfschmerzen bekommst. Wie teuer war der Zauber? Er kostet mich, je nachdem, was ich einsetze, mindestens 3 ASP. Ja, dann kostet er dich mindestens 6 ASP. Gut. War es das jetzt? Habt ihr... Es klang nicht anders als davor. Wir können. Nun gut. Dann stoße ich die Klappe, Falltor, was auch immer, nach oben auf. Und es geht die Leiter auch. Dachchen, Stiege, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Hier oben kannst du erkennen, dass ein Mann steht. Du kannst die Stadt überblicken, auch wenn es etwas dunkler ist. Einige Lichter leuchten noch und er steht dann, wie gesagt, an einer Balustrade und dreht sich dann wie ein Schauspieler um. Du kannst ihn erkennen, das ist die gleiche Person, die auch schon unten dich zum Zweikampf aufgefordert hat. Ein hochaufgeschlossener und wohlgekleideter Mit-40er mit Bart. Neben ihm kannst du erkennen, steht wohl eine bauchige Holzurne von ungefähr 1,5 Schritt Höhe, also fast genauso groß wie er selber, mit einem Schritt Durchmesser. Auf der Außenseite einige Mond- und Artefakt-Silber-Sachen beschlagen, verschiedene Muster. Einige Spiegelsplitter befinden sich dort noch, Gravuren, zahllose Zayat-Symbole. Und er schaut dich an, während du höher und höher steigst und dann die Magier dir folgen und verbeugt sich einmal. Goldmund Quarzen, ich freue mich, dass ihr diesem Schauspiel beiwohnen mögt. Willkommen. Das hatten wir unten schon. Ich habe mittlerweile reichlich genug von euch. Kommt her, lasst uns das hinter uns bringen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Das Theaterspektakel der Illusion wird weitergehen und die Welt wird entzückt sein. Dann feste einmal an die bauchige Urne und du kannst erkennen, wie neben ihm zwei weitere Doppelgänger entstehen. Jetzt befinden sich dort 3 Goldenbund-Quarzen Personen, wo du nicht ganz sicher bist, wer von denen der echte ist. Sie verlaufen auch so ein bisschen, so dass du auch nicht mehr weißt, wer an welcher Stelle der richtige ist. Magister, pass auf Zauberei auf. Ich würde das hier klären. Ich ziehe mein Schwert und nähere mich den rein. Gut. Wir sollten alle 3 bekämpfen. Einer von denen kann real sein. Genau. Ich werde sie einfach alle 3 vernichten. Egal wie viele er hat, wir schicken sie dahin, wo sie hergekommen sind. Dürfen wir versuchen, die Realität sich zu durchschauen? Es handelt sich dabei um ein Duplikatus, der Zauber handelt, glaube ich, nicht gegen die Realitätsdichte, oder? Doch, jeder Illusionszauber. Okay, ist auch wieder Illusionszauber, sollte, glaube ich, klar sein, ne? Ich gehe einfach hin und hau die. Ja, Ich lasse mich gar nicht jetzt auf Illusionen ein. Davon hatte ich heute zu viele. Gut. Ja, dann geh doch in die Initiative. Ich schaue gerade mal seine nach. Er hat eine 15. Sind wir bei 21. Ja, ist ja gut. Was tun die anderen? Ist ja vor allem besser als ich. Ich greife den linken an mit meinem Stab. Den linken? Okay, dann... Die verschwimmen übereinander. Du kannst nicht sagen, ich greife den linken... Also du kannst doch sagen, ich greife den linken an, aber das ist immer die verschwimmen immer wieder miteinander. Das heißt, du schlägst zu und kannst dir nicht sagen, wer auch nur vor einer Sekunde woanders stand. Das wäre möglich, aber trotzdem kann ich ja den linken schlagen, sozusagen, wenn er auftaucht, oder? Wenn er zur linken geht, gehe ich zur rechten. Ich gehe einfach in die Mitte und schlage alle 3. Ich guck mal, was die Magier machen und stelle mich mal defensiv hinter die, weil ich erwarte, dass die hart aufs Maul kriegen. So, dann ist Abelmir bei der 21. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, Abelmir, fang doch mal an. Ich schlage mit dem Säbel nach ihm, also nach der Person zur Linken von ihm und hoffe, ich treffe. Sekunde. Jupp. Ja, ich werde dich einmal binden. Und das gelingt. Damit bist du gebunden. Das war seine Parade. Dann bin ich dran. Dann wandle ich einmal um und mache bei dir weiter. Schauen wir mal nach. Ich mache eine Finte. Finte 4. Denk dran, dass die Erschwernis vom Binden auch noch für ihn dazu. Ist egal, er hat 20 gewürfelt. Das war die erste für Abelmir. Dann kommen noch 2 weitere Attacken, aber die werde ich nicht vorziehen. Ich werde erstmal auf die anderen warten. Gut. Weil
Achso, genau. Ich hatte gerade überlegt. Wir müssen unten anfangen, bei Torgosch 12. Ich würde gern vorziehen. Ja, das kannst du natürlich. Gut, ich gehe hin, ich mache einen Befreiungsschlag. Ah, das da ist kommt der Waffenmeister, weil du jetzt genau, gegen drei Leute kämpfen kannst. Erzähl doch mal, was für ein Waffenmeister, was hast du dir gekauft? Mein Waffenmeister, die Kernelemente sind zum einen, dass ich 4 Punkte Erleichterung stumpf auf den Befreiungsschlag erhalte. Der hat normalerweise eine Erschwernis von 4 Punkten pro Gegner. Und zum anderen, dass ich den Befreiungsschlag statt in 2 Aktionen in einer Aktion ausführen darf. Dazu habe ich dann noch gekauft, dass man auch mit dem 1,5-Händer 3 Aktionen pro Kampfrunde zum Handeln hat. Natürlich nur zum Angreifen, man hat nicht wirklich 3 Aktionen, wenn man andere Dinge tut. Also gut. Für die Aktionposition zum Beispiel. Das heißt, du machst jetzt eine Attacke plus 8, um alle 3 anzugreifen. Exato. Gut. Ja, ich springe einfach nach vorne, schwinge das Schwert einmal, gar nicht wirklich gezielt, sondern durch den ganzen illusorischen Klumpen durch und ja, die alle müssen erst alle dreimal parieren. Ja, ist die Attacke, ist die Parade erschwert? Die Parade ist nicht erschwert. Gut, dann sind beide Paraden gedungen. Mhm. 2 von 3 bisher. Und der bisher. Andere kann nicht mehr. Dann wird er jetzt getroffen. Ja. Zum einen nimmt er natürlich Schaden, ich würfel den kurz aus. War keine Ansage drin, also nur die 16. Zum anderen verliert er 1W6 Punkte Inni. Er wird um eine Distanzklasse zurückgedrängt. Er steht jetzt also zu mir auf P und vermutlich zu Abel mir auf S. Ich weiß nicht genau, wie das mit mehreren Beteiligten läuft. Ja, doch, ungefähr. Und er muss an dem Niederwerfen standhalten. Das ist erschwert um die Punkte, die man schaden, also die 16, über seiner Körperkraft liegt. Ich glaube, er fängt an zu flackern und. Also schön, dass du es nochmal beschrieben hast, aber er fängt an zu flackern und verschwindet dann. Okay, gut. Ich habe ja noch Aktionen. Ich mache das Ganze nochmal. Gut. Und weil ich ein Sack bin, möchte ich dieses Mal ganz gerne eine Viererfinte haben gegen die beiden. Eine Viererfinte? Läuft die dann gegen beide? Die läuft gegen beide. Gut. Ich habe entsprechend wieder eine Attacke plus 8, denn jetzt sind es nur noch 2 Gegner. Ich bekomme also nur noch plus 4 von der Gegneranzahl. Und schlage noch einmal zu. Direkt jetzt von der anderen Seite das Schwert rumgebracht. Und nochmal einfach durch. Das scheint ja zu funktionieren. Sie dürfen noch einmal beide parieren. Ja, wenn du eine Finte ansagst, dann muss ich nichts nochmal reinlegen. Einer hat's geschafft, der andere nicht. Kriegt der andere noch einmal den Treffer ab? Da sind nur 12 dieses Mal. Ja, der bleibt noch stehen. Was hast du gesagt? Der muss einmal niederwerfen, wieder stehen? Richtig. Das ist eine Körperkraftprobe, erschwert um die Schadenspunkte, um die TP, sorry, die er über seiner Körperkraft erhalten hat. Aber wenn er allregen normal mittelreicher ist, wird das nicht viel sein. Nee, hat auch nur eine K.O. von 14 angegeben, aber keine K.K. Ich würfel. Und wäre auch mal sowas, wäre sie 12 oder mehr. Und dann schafft er nicht. Damit fällt er um. Das bedeutet, er fällt jetzt 2W6 Punkte Initiative, da er jetzt am Boden liegt. Okay, dann ist deine nächste Aktion durch. Du hast noch eine dritte. Ich habe noch eine dritte. Darf ich die ausführen, bevor er handelt? Denn er hat ja nie verloren. Der eine hat er ja noch pariert. Der hatte aber auch nur 2 Paraden. Also einer hat 2-mal jetzt pariert. Genau. Also einer ist aufgelöst, der andere hat 2-mal pariert und liegt am Boden und der andere hat 2-mal pariert und da ist noch nichts durchgekommen, aber der hat auch keine Parade mehr übrig. Der hat er dann ja umgewandelt. Dann gebe ich ihm noch einen Befreiungsschlag mit einem 5er Wuchtschlag drauf. Also 5er Wuchtansage. Technisch gesehen ist ja kein Wuchtschlag, weil ihr versteht das Prinzip. Das ist geschafft. Ja, er kann dich abwehren, dann kannst du Schaden machen. Oh, leider nur 16. In? Kommt. Den Schildarm. Ja, dann hörst du es einmal laut knacken und splittern und der Arm hängt zur Seite. Magister, das hier ist der Richtige. 2 Aktionen reden. Dann ist deine durch? Du hattest vorgezogen? Ist durch. Ich habe nichts mehr. Genau, Magister Iolaus. Oh, sehr schön. Ja, ich hau mit dem Stab nach ihm. Schaden? Aua. Trefferzone? 1W6 Zusatz? Und beschreibt die Szene, er gehört dir. Also, du kannst ihn jetzt auch umbringen, wenn du willst, aber regeltechnisch ist er noch nicht tot, das könntest du jetzt überlegen. Ja, ich stehe da ein wenig unsicher, sehe, wie der Ritter diese drei Illusionen völlig überwältigt
höre seinen Ruf, richte meinen Stab nach vorne und stech dann zu, wie mit einer Lanze, treffe ihn damit im Bauch und schau zu, wie er vorne überkippt. Gut getroffen. Oh, das war überraschend einfach. Die am Boden kniende Illusion fängt dann auch weiter an zu flackern und löst sich ebenso auf. Was ihr dann erkennen könnt, ist, dass die Urne, die ihm gegenüberstand oder euch gegenüberstand, jetzt leicht in ein Rütteln verfällt. Ihr könnt wohl hören, dass eine Flüssigkeit im Inneren anfängt zu kochen. Oh je. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Kümmert euch darum. Ja. Was schlagt ihr vor? Eine einleitende Untersuchung? Oder gleich irgendwie die Jas Res? Dieses Ding zerstören. Weitere Frage, nein. Wer von euch beherrscht Zayat? Null. Null? Dann erkennst du, dass es Zayat ist? Noch irgendwas? Magister Iolaus? Ich habe die Sprache nicht. Gut, ich kann es tatsächlich auf Null. Ein paar von den Zayat-Zeichen glühen violett auf. Ihr habt keine Ahnung, was das bedeutet. Darf ich eine Magiekunde machen? Ob das Umwerfen von dem Kessel was bringt? Kannst du versuchen, wenn du den Zauber nicht kennst, der jetzt wirkt? Nun, es gibt ja offensichtlich eine Flüssigkeit da drin. Er wirkt einen Hellsichtzauber, Magister. Ja, wenn du... Du hast es noch nicht umgekippt. Du überlegst, ob du es umkippen sollst, ne? Ja, ich will jetzt einen Ersteindruck, was die beste Methode ist, um das eventuell zu stoppen. Ja. Auf den ersten Blick weglaufen. Das Ding explodiert gleich. Und während du noch überlegst und dir die leuchtenden Runen ansiehst, kannst du erkennen, wie wohl ein verborgenes Fach aufgeht. Die Rune öffnet sich einfach und eine Schriftrolle fällt heraus. Sehen das alle, oder? Ja, können alle erkennen. Und dann schnell hingerannt und gegriffen. Also möglichst flach hingerannt. Eventuell, damit man von den Bruchstücken eventuell nicht getroffen wird, weil ich vermute mal, die Urne vibriert immer stärker. Und sich dieses Papyrus, Pergamentrolle, wie auch immer, gegriffen und wieder zurück in 3-4 Meter entfernt. Also möglichst dicht an die Wand ran, möglichst zur Luke hin. Geht in Deckung, es explodiert. Wir sollten raus hier. Was passiert hier? Wir sollten raus. Schnell. Die Treppe runter. Gut. Ja, irgendwann rein, also in die Panik hören das natürlich, richten Revetta auf und stürmen mit ihr natürlich die Treppen weiter hinunter. Ragnar hätte übrigens während dieser Fesselungskünste von Ömer so viel von diesen Mond-Silberkristallen, die dort überall rumliegen, eingesteckt. Man würde jetzt wahrscheinlich sehr viele volle Grantentaschen gefüllt haben mit komischem Mondsilber. Einfach mit der Hand aufnehmen? Ja. Habe ich ja mit dem ersten Stück auch schon gemacht. Okay, gut. Kann ich den Quarzen auf Lafittchen packen und mit mir runterziehen? Wenn du das möchtest, ja. Dann dürft ihr mal in der Schnelligkeit für zumindest die Magier und der Ritter eine Kletternprobe machen. Sie ist nicht erschwert, aber wenn ihr jetzt schnell diese Leiter runterkommen müsst, dann ist das natürlich von eurer Geschicklichkeit abhängig. Mhm. Und wenn du jetzt noch den Mann am Schlawittchen passt, dann erschwere ich sie dir um 5. Und damit ist es nicht geschafft. Damit ist es leider ganz knapp nicht geschafft. Gut, dann bekommt ihr alle 1W6 Schadenspunkte, während ihr runterstolpert und dann euch den Fuß verknackst oder so etwas. Währenddessen die anderen beiden ebenso ihre Taschen vollpacken, beziehungsweise Ömer, du möchtest auch mit der Revetta runterlaufen, ne? Ja, Ömer hatte oben unten vorgehabt, sozusagen erstmal die zu befragen, hier, was ist hier los und was machst du hier und warum machst du das? Warum verteilst du diese Kugeln? Das ist doch alles irgendwie jetzt hier, das macht die ganze Stadt doch kaputt. Warum? Immer wollte eigentlich einen Grund rauskriegen, bis er da oben hörte von wegen raus, raus, weg. Und ich dann dachte, okay, das hat erstmal Vorrang und ist dann wieder weggerannt. Ja, dann mach auch du mal eine Kletternprobe plus 5, wenn du sie in der Hand hast. Nee, in der Hand habe ich sie nicht. Ach so. Wie tief ist die Leiter denn? Wird sie runterstoßen? Ja, wenn das jetzt ein Meter ist, dann fliegt die. 3 Meter so, 3,5 Meter. Ich möchte ganz gerne gucken, dass sie auf den Kopf fällt, also sozusagen, dass ich sie sozusagen so schubse, aber wenn es doch passiert... Ja, einfach ein Tritt gegen die Füße, dass sie mit den Füßen voranfällt und dann... Ja. Dann kriegt sie jetzt dann die... Dann spring ich da runter. Ja, gut. So, schauen wir mal nach. Immer ohne Probleme. Ich weiß nicht, was die Erschwernis ist für 1-2 Meter, wahrscheinlich 1-2 Punkte, aber... Immer hüpft einfach runter. Dann kriegt sie jetzt die, weil sie gefesselt ist, Schadenspunkte 11-3. Und ja, klatscht auf den Boden auf, liegt mit gebrochenen Beinen am Boden.
Wenn der Ritter kommt, sag ich, sie ist gestürzt, sie kann nicht laufen. Währenddessen weiteres Rumpeln und ihr könnt wohl ein paar Schreie vom Geschoss über euch hören. Einige Wesenheiten, die entkommen, während ihr dann noch so aus einem halben Fenster rausguckt. Oder auch Jalan, der als letztes noch dann den beiden Magiern herunterhilft. Oder auch dem Zwerg, der dann noch ein bisschen länger braucht, kannst du noch erkennen, wie ein alter Erzfeind von dir aufsteigt und Belharion Manning fliegt aus dem Turm heraus, stürzt, bricht herab. Du kannst auch noch einige andere seltsame Wesenheiten erkennen. Aufgeplatzte Zombies oder kalte Alrix, wie man sie wohl eher nennen sollte. Irgendwelche Wesenheiten, die einfach aus dieser Urne herausfallen, bröckeln und sich dann in der Luft noch auflösen, während weiteres kochendes, ja, eine kochende Flüssigkeit aus dieser Urne herausbricht und jetzt die Urne weiter anfängt zu brodeln, wie ein dampfender Kochtopf. Magister, wie halten wir das auf? Gar nicht, wir sollten schnellstmöglich verschwinden aus diesem Turm. Wir sind hier, um die Urne zu bergen oder zu vernichten, wir werden sie nicht einfach hier lassen. Sie wird gleich explodieren. Sie wird gleich explodieren, wir sollten zurückkommen, sobald sie explodiert ist. Na gut, dann hinab, los. Los, Drachenmagie, weg. Gut, dann einmal bitte von euch allen eine Athletikprobe plus 5, um der Hektik dann zu entkommen. Stockwerk, Treppe und weiter dann diese 6 Stockwerke nach unten zu kommen. Ich gebe mal 3 ASP aus. Dann hast du's. Ich muss gerade gucken. Achso, du machst es im Vorfeld. Ich habe noch nicht gewürfelt, ich komme jetzt. Okay. Wenn ihr es nicht schafft, schaut doch einfach mal auf eure Probe, dann bekommt ihr einen weiteren 1W6 SP. Und durch herabfallende Steine oder so etwas. Und während ihr dann gerade unten am zweiten Stock ankommt, könnt ihr eine gewaltige Explosion hören, die über euch entstanden ist. Splittern, Schmerzensschreie. Kurze Zeit später, also wenige Sekunden später, dann weitere Schreie, die wohl aus der Stadt selbst kommen. Und dann steht ihr wieder auf der Bühne vom Fuchsbau und könnt euch dort weiter umgucken. Die Illusionen sind allesamt verschwunden, das Theater ist verlassen. Wie möchtet ihr jetzt? Möchtet ihr hier bleiben? Möchtet ihr weiterhin kommen? Wir müssen raus, vorwärts. Aber es hat schon gerade irgendwas explodiert, ja? Ja. Also ich weiß ja nicht genau, wie mit Rohre Wetter ist, aber immer hat sie nicht getragen und nicht hinter sich hergeschliffen. Ach, ich dachte, nimmt sie mit. Dann würde ich sie. Wenn ihr am Fuß der Leiter ankommt, wo ja teilweise Leute stürzen, dann liegt da auch Wetter und anscheinend sagt sie immer so, ne, ich habe gebrochene Beine, ich kann nicht laufen, hilf mir, ich will hier weg oder so. Irgendwer, der sich ihr erbarmt oder rennen alle? Ja. Ich habe schon den Quarzen am Schlafittchen. Dann bekommt Iolaus einen weiteren 1W6 Schadenspunkte für Wetter. Also damit sie dann hinterhergezogen wird, bist ein bisschen langsamer, bekommst du ein paar Steine geborsten, gesplittert dann auf deine Schulter oder auf deinen Kopf. Und tut zusätzlich dann eben nochmal weh. Ja, aber ich sehe sie dann da liegen, halte inne, pack sie so dann ihre Arme über meine Schulter und zieh sie mit mir. Ja, okay. Jonas, lasst mich euch helfen. Ich pack die ehemalige Sinnegeweihte oder so die Kleider ist an den Füßen und helfe Iolaus beim Tragen. Ja, die Kleidung hat sie wohl nicht mehr. Hat dann noch ein paar Unterkleidungsdinge, Blut verschmiert und einige Verbände um sich herum gelegt. Aber das war mal die Sinnegeweihte für diejenigen, die dabei waren. Ich glaube, du warst zu dem Zeitpunkt noch im Tempel. Ömer könnte sie zumindest erkennen, genauso wie Ragnar. Ja gut, ist egal. Schnapp ich mir ihre Füße und helfe ihr Lars beim Tragen. Wenn's hilft. Keine Sorge, wir bringen euch hier raus. Ihr werdet euch verantworten müssen. Preis wird sein Urteil sprechen. Ja. Hauptsache, wir sind hier rausgekommen. Wie gesagt, als er was gedrückt hat, da dachte ich mir einfach nur, raus hier. Wir haben es geschafft. Noch ist es nicht vorbei. Ja, wie gesagt, ihr steht jetzt auf der Bühne vom Fuchsbau. Weiter geht's. Wo ist die Tür? Hier drüben. Durch die Umkleide, komplett verlassen, hin zur Tür mit den 2 Schreibtischen. Den Schlüssel müsste Ömer haben. Ja, Ömer ist auch der Erste, der an der Tür ist mit Ragnar zusammen, weil wir hatten ja Vorsprung. Und Schließer hat deswegen die Tür schon aufgeschlossen, wenn die anderen kommen. Und steht deswegen schon auf der Straße, schaut immer in die Tür rein, schaut immer nach oben, dass ihm nicht Steine auf den Kopf fallen und dass er sozusagen sieht, ob seine Freunde da rauskommen.
Gut, wenn du dann aus dem Fuchsbau herausrennst, wie gesagt, so eine kleine Seitengasse mit dem Hintereingang, kannst du erkennen, wie der Turm über dir, der da schwarz verkleidet war, der neu aufgebaut wurde, einfach weg ist, in Flammen steht, brennt und es gibt wohl einige Trümmerteile, die jetzt durch die Stadt geflogen sind, aber keine Explosionen mehr zurzeit, nur noch dieser brennende Turm und keine Urne. Keine was? Keine Urne mehr. Die ist also. Die hat Ömer sowieso nie gesehen. Der war nie oben. Ja, gut. Wollte Simon nur beschreiben. Während die anderen dann heraushechten, gemeinsam mit Roberta am Schlawittchen gepackt. Oh, was ist denn eine Aufregung? Oh, knapp. Nun, wir konnten sie das zwar nicht bergen. Konnten sie zwar nicht bergen, aber immerhin ist diese Urne wohl vorerst vernichtet. Wir schon aus dem Bereich des Gebäudes raus, also in gewisser Entfernung? Ihr steht jetzt in der Seitengasse. Auf dem Hauptplatz könnt ihr auch erkennen, wie wohl viele Menschen herangehechtet kommen, unter anderem auch Stadtwache. Könnt ihr dann über, wenn ihr die Gasse entlang schaut, in Richtung des, des Brickloplatzes, wenn ihr dort euch hin orientiert, könnt ihr erkennen, dass da wohl eine ganze Menge an Soldaten, an Wachen herangelaufen kommen, um nach dem Rechten zu schauen. Gut, ich marschiere da raus und suche mir erstmal den Erstbesten, der ein wenig befehlsbefugt aussieht. Irgend so ein Weibel oder so. Mhm. Ja, da, Weibel! Ho, wer seid ihr? Ritter Greifenmund. Was habt ihr in der Gasse gemacht? Komm gerade aus dem Gebäude, seht zu, dass die Leute nicht so nah herankommen. Wache! Ja, weitere Wachen rennen heran und schauen dann zum Weibel. Sie kommen gerade aus dem Gebäude. Ihr, was habt ihr gemacht, Ritter? Wir haben die Quelle der Illusion, die die Stadt seit Tagen heimsuchen, gefunden und vernichtet. Die Quelle der Illusion? Richtig. Damit kenne ich mich nicht aus, aber... Herr Bürgermeister! Ja, was ist denn? Wir haben sie! Ein etwas älterer Mann kommt heran, in gute Kleidung gewandet. Wohl noch ein bisschen zerzaust aufgrund der Späte des Tages. Richtet nochmal seinen Hut und kommt dann an euch heran. Erklärt euch. Ich bin der Bürgermeister der Stadt, Trautmann Kafek. Was habt ihr hier getan? Oh, er freut euch kennenzulernen. Magister Iolaus. Er gehört zum Große, Ritter Greifenmund. Ich bereits auch im Weibel sagte, diese Illusionen, Erscheinungen, wie auch immer ihr es nennen wollt, die Stadt seit einigen Tagen heimsuchen, hatten ihren Ursprung in der Spitze des Theaters. Was seid ihr für eine seltsame Formation? Gekleidet in Göttermasken, seid ihr Schauspieler? Gib erstmal mein Helmvisier hoch. Nein, sind wir nicht. Wir sind im Auftrag von Angenbruch unterwegs. Von wem? Nicht so wichtig. Wie nicht so wichtig? Wer hat euch den Auftrag gegeben? Hauptmann von Angenbruch. Kennt ihr den Mann oder kennt ihr den Mann nicht? Er dreht sich ein bisschen zum Weibel um, der schüttelt nur mit dem Kopf, nie gehört. Ihr solltet diesen Platz räumen lassen. Dieser Turm steht in Gefahr zu explodieren. Und ich möchte nicht, dass weitere Unschuldige hier getötet werden. Oh, er könnte durchaus einbrechen. Von euch nehme ich keine Befehle an. Ihr seid Haderlumpen. Wie nennt ihr mich? Haderlumpen nenne ich euch. Weibel, nehmt sie fest. Schon wieder... Durch Blutmänner, die Sache wird sich aufklären. Keine Sorge. Ein paar weitere Stadtmänner kommen heran und ihr könnt wohl erkennen, okay, Ragnar, das ist diejenige Person, die du bestohlen hast. Eine Augenklappe und auch Jarlan kann sie erkennen. Tistan Kettenburg, der Oberstleutnant. Nickt den anderen Männern nur zu. Gut, Weibel. Das reicht, hier übernehme ich. Ah, Hauptmann. Gut, dass ihr auch vor Ort seid. Oberstleutnant, richtig. Verzeihung. Also gut, ich wurde bereits informiert, ich werde sie übernehmen hier. Danke, Weibel, wegtreten. Herr Bürgermeister, ich bin über den Einsatz dieser Person informiert und werde hier sie wohlweislich ins Gefängnis überführen. Entschuldigt die späte Abendstörung. Ja, dann werdet ihr in die Mitte von weiteren Wachen genommen, diesmal ja die eher zugetretenen von Tristan Kettenburg und auf ja sehr einfachem Wege geht es dann nicht in Richtung Puniner Tor oder in Richtung Bandstrahler Tor im Gefängnis, sondern in Richtung Pentagon-Tempel, dort in Richtung Norden abgebogen zur KGIA-Zentralregistratur.